Tag 18. So Leute, wir sind wieder da. Ich spiele jetzt mal wieder für Jürgen. Ja, und Jürgen assistet mir. Assistet? Ja. Was ist das denn? Was ist das für ein Wort? Assistiert mir, meinst du? Ja, genau. Okay. Alles klar. Das heißt, ich habe ja jetzt dadurch wieder einen Tag gespielt gehabt. Es kam dadurch, dass ich nur 2 Minuten im Let's Play war. Und jetzt muss der Peter weiter suchen. So, wir hatten ja einen Hinweis bekommen auf dem Zettel. Es ging um die Vogelscheuche draußen im Garten. Und der Clown war ja weg, weil er ja meine Hose hat. Ja. Und ich habe sie immer übrigens noch nicht wieder. Und ihr wisst ja, ihr dürft mir gerne 5 Euro spenden, dass ich meine Hose kaufen kann. Es sei denn, ich finde den Clown mit meiner Hose. So. Wäre natürlich vom Fall. Ja. Ja. Ich schätze mal, unsere Muschi ist auch im Friedhof, oder? Ja, der eigene. Irgendwas war ja wieder. Genau, die Durchsensor. So, Vogelman. Was geht ab? What's up? Du musst jetzt dich langsam bewegen. Hallöchen. Wichtig ist, dass du dich immer langsam bewegst, sonst findest du nie Schlüssel. Okay. Einfach mal so frei ein bisschen die Vogelscheuche absuchen. Aber er hat ja gesagt, er hat nichts Besonderes gefunden. Ja. Manchmal war das so am Anfang, da kriegte ich mal 2-3 Schüsse. Ja, und jetzt? Aber einer Vogelscheuche ist nichts, also werden wir auch. Okay. Hinten rechts warten müssen. Ich habe schon wieder Haut von ganz. Scheint nichts zu sein. Okay. Ich sage, Hintereingang und wieder ins Haus. Sonst ist vielleicht ganz nass. Dann hattet ihr Angst, oder? Was war das? Merkst du das? Siehst du das? Da! Schritte! Fußabtritt! Okay. Wo führen die hin? Weiß ich nicht. Da. Die führen hier hin. Da! Sag doch, Hinweis. Oh, was war das? Der Fernseher ist angegangen. Geh mal zum Fernseher, da ist irgendwas angegangen. Muss immer um die Möbel rumlaufen. Sie fernbedienen. Da muss man näher dran gehen. Ans Fernsehen. Nicht fernbedienen, Fernsehen. Siehst du das, was sich da irgendwas geändert hat? Ja. Okay, du hast jetzt den Schlüssel. Gut, schon mal eine gute Sache. Ja! Jetzt ist er wieder da. Hat er meine Hose? Nee, hat er nicht. Hallöchen, Kollege. Das Arsch. Ja. Das heißt, du musst wieder den Trakt nach oben. Wie auch immer. Irgendwo muss der Schlüssel dazu. Aber jetzt ist wieder ein Geist. Achtung, Leute. Ja, okay, doch nicht. Mein lieber Peter. Ja? Du wirst nicht immer einen Geist finden, wenn du das erwartest. Okay. Der kommt immer unverhofft. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hin müssen. Das ist... Du hast keine Orientierung in dem Haus. Nee. Also ich bin da so wie ein alter Bekannter von uns, ne? Okay. Mal Frenkel. Ja, genau. Aha. Na, ich hab da noch relativ... Aber ich will dir jetzt das Spiel nicht abnehmen. Ja.
Ja, also, wir waren jetzt ganz oben, oder? Ja, wir waren ja mehrere drauf. Hallo? Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg dahin. Ja. Oder? Ja, ja, weiter. So, ist da die Treppe. Ohohoho. Vielleicht kriegen wir ja noch Hinweise, wo der Schlüssel passen könnte. Wir haben ja im letzten Hinweis gekriegt, wo der Schlüssel passen könnte. Kannst du dich an diese Ekelküche noch erinnern? Yeah, ich glaube schon, ja. Ah, da muss ich hier lang, ne? Ich weiß es gerade nicht, weil wenn ich selber nicht... Ja, ja, hallo. Schade, dass wir nicht ans Telefon gehen können. Wer weiß, wer denn da am Telefon ist? Der dumme Clown. Stimmt. Der Typ hat sich irgendwie erschreckt. Hallo? Lebt's mir komisch. Wir müssen hier hoch, ne? Ich glaube. Okay, good job. Good job? Good job. Haben wir hier, Ah, ja, danke. Geh die Tür los. Ach, ich weiß nicht. Ja, ich nicht, also... Ah, da hatten wir alle schon. Das ist immer durch. Separat oder eine Streichung? Von Ding hier. Das ist das Kinderzimmer. Du kannst dich dran erinnern, mit dem Hasen. Ja. Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. Falscher Film. Ja. Auf jeden Fall müssen wir irgendwo hier lang. Oder? Hier. Bin mir gerade unsicher. Ich weiß nicht wohin. Das heißt, ja, weißt du, was mein Problem ist? Du weißt auch nicht so genau, wo wir sind. Ja, nein. Ich steuere mich selber. Dann habe ich dann immer ein Problem, mich selber zu orientieren. Ich sollte nochmal ins Jagdzimmer gehen. Ja. Irgendwas war da eben im Licht der Blitze auf dem Boden zu sehen. Richtig. Das ist unten, ne? Ja. Aber den Schlüssel haben wir doch schon. Ja. Das war das Jagdzimmer? Ja. Wie gehen das nochmal? Wir waren noch im Fernsehzimmer. Stimmt! Jagdzimmer! Ja. Das Jagdzimmer ist gut. Die Geister sind auch auf dem Weg dahin. Ja, vielleicht der Clown mit meiner Hose. Da muss ich jetzt durch, genau. Das ist nicht schon. Du brauchst gar nicht beantworten. Wir haben keine. So, wird schon heftiger hier, ne? Nein, ja. war das hier, ja, ne? Ich glaube. Mach mal aus. Hallo? Ja, wir sind im Jagdzimmer. Im Schatten der Blitze zu sehen. Jagdtrophäen. Du bist in der Kamerabewegung zu schnell. Du musst es etwas langsamer machen. Weil die Zuschauer kommen da nicht mit, die werden dann besoffen, wenn du zu schnell die Maus drehst. Okay, sorry, Leute. Ja, das kannst du ja nicht wissen. Wenn du nämlich zu schnell die Maus drehst, dann hast du die Zuschauer besoffen. Hier ist irgendwie einfach nichts. Gucken wir hier mal, wa? Ah! Scheiße, ey. Okay. Hast du das gesehen?
wieder auf, oder? Ja, waren die da, wo die Tür auf hattest, oder? Ich meinte hier gerade irgendwo. Ist hier nichts. Ich auch nicht. Vielleicht war es eine Täuschung vom Blitz oder so, ne? Da schnappen ist hier nichts. Ich sehe keine Fußspuren. Ich auch nicht. Ich würde nochmal die Tür gehen. Richtung Clown. Mit deiner Unterhose. Oder mit deiner Hose. So, Freundchen. War jetzt gut genug mit der Schränke. Ja. Sweet, sweet. Okay. Sind wir wieder im Fernsehzimmer? Ja. Da hat er den Schlüssel gefunden. Genau. Aber er hat was vom Jagd erzählt. Ja, deswegen wundert mich jetzt grad. Das ist ein Schlüssel. Findest du das Jagd? Ist er hier vorne? Genau. Im Schatten der Blitze. Ja, das kann hier überall sein. Die Frage ist, wo könnte der Schlüssel zupassen? Ja, und der war ja im Fernsehzimmer. Richtig. Ist jetzt aber egal, wir gucken hier einfach, oder? Ja. Das ist das Werbbad. Ja, der kommst du aber, glaube ich, das ist halt nochmal ins Zimmer. Ja. Das ist nichts mehr, das ist nur eine Speisekammer. Geh mal da rein. Bitte. Und da ist nämlich eine Tür. Gut. Ha. Ja. Ja. Jetzt musst du auch schon mal eine Schlüssel, Batterien. Ja. Streichhölzer. Das ist Schlüssel. Besser als Streichhölzer. Ja, Streichhölzer muss trotzdem alles einsammeln. Das ist ganz wichtig. Weil das wirst du später immer wieder brauchen. Und ein Hinweis. Gucken wir gleich. Genau. Okay. Wieder zwei Türen mehr. Gestern Nacht fing die alte Spieluhr von alleine an zu spielen. Ich versuchte sie abzustellen, aber es ging nicht. Sie spielte einfach immer weiter. So ihr Lieben, und den nächsten Teil seht ihr später. Wir sind bei 15 Minuten.